Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die ersten Platinen von meinem Spot-Modul sind da. Hier oben ist nochmal das Video mit dem Versuchsaufbau verlinkt, beziehungsweise ja, mit dem Fräsen der ersten Prototypen-Platine. Das sind jetzt soweit die ersten fertigen Platinen, beziehungsweise gut, das ist jetzt nur eine, aber ich habe mehrere davon. Dort werden heute die Bauteile aufgelötet und dann ja, schauen wir uns auch grundlegend schon mal die Funktionen an. Und ja, damit würde ich sagen, wird erstmal kurz gelötet. Wie du sehen kannst, die erste Platine ist fertig. Hier vorne ist noch ein Display, auf dem man dann später alles sehen kann. Hier unten die Buttons, auf der Rückseite weitere Bauteile wie das Arduino oder ein Relais, ein paar Widerstände etc. Also eigentlich recht überschaubar aufgebaut, wobei da wird es noch ein paar Änderungen und Verbesserungen geben, die während der Lieferzeit der Platinen schon ja, eingefallen sind bzw. aufgefallen sind, was man da noch verändern kann, um es noch besser zu machen. Dann schalten wir das Ganze mal an. Dazu schließe ich das einfach an eine Powerbank an. Und dann kommt auch schon der Ladebildschirm. Na, so rum. Und dann kannst du jetzt sehen, als Beispiel, beziehungsweise als Start ist man immer erstmal im Single Mode, das heißt, um einen einzelnen Spotpunkt zu setzen. Hier oben steht dann die Zeit, wie lang der Spotpunkt ausgeführt wird, also jetzt 0,4 Sekunden. Delay ist aus, da es eben der Single-Modus ist, da gibt es keinen Delay. Dann hat man hier die Möglichkeit, über den Taster vom Modus noch in den Multimodus zu wechseln. Das heißt, hier wäre jetzt in dem Beispiel der Spotpunkt auch wieder 0,4 Sekunden lang und dann eine Verzögerung von einer Sekunde und dann wieder ein Spotpunkt von 0,4 Sekunden. So kann man dann sozusagen den Taster gedrückt halten, geht dann ein Stück auf dem Blech oder auf dem Werkstück weiter und es löst automatisch den nächsten Spotpunkt aus. Das Ganze kann man auch noch einstellen. Dazu klickt man dann hier auf Set. Dann kann man hier oben die Zeit einstellen. Oder auch natürlich kürzer einstellen, so wie man das möchte. Und nochmal auf Set drücken. Und dann kann man hier unten die Verzögerung auch höher stellen. Eine Sekunde ist die Mindestverzögerung. Man kann das auch ja, deutlich höher stellen, sodass man da genug Zeit hat. Dann, wenn man nochmal auf Set drückt, wird es einfach übernommen. Genau. Oder eben im Single-Modus, dort auch auf Set drücken und dort kann man dann auch die Zeit verstellen. Von den Grundfunktionen ist es das auch schon. Ein paar Änderungen wird es noch geben, aber grundlegend ist es so und bleibt auch so. Technisch gesehen wird es noch ein paar Änderungen geben, einfach damit der Arduino und die ganzen Bauteile ein bisschen besser geschützt sind gegen Überspannungen oder auch Störfrequenzen vom Schweißgerät. Ja, weil da hat es in den Versuchsaufbauten, die in der Zwischenzeit
stattgefunden haben, hat es, ja, ich glaube, drei Arduinos abgeraucht, dann, ich glaube, ein Display und weitere kleinere Bauteile, aber ja, einfach so lange weitermachen, bis es funktioniert. Und jetzt habe ich zusammen mit einem sehr, sehr guten Freund das bis zu dem Punkt schon mal hinbekommen. Wir werden da noch ein paar Änderungen vornehmen und dann wird es das durchaus auch, ja, als Bausatz ist zumindest mal der Gedanke, eventuell über Etsy angeboten, sodass man sich das auch nachbauen kann. Der Vorteil hierbei ist dann in meinen Augen definitiv, man braucht überhaupt nichts am Schweißgerät ändern. Also man schließt das Spot-Modul am Signaleingang des Schweißgeräts an, also sprich dort, wo man normalerweise dann das Schlauchpaket anschließt. Und das war es auch schon. Also am Schweißgerät selbst wird nichts verändert, es wird nicht in die Elektronik eingegriffen, es wird nicht dran rumgedoktert. Ja, was mir persönlich wichtig war. Oh, da ist das Kabel rausgegangen, jetzt geht es wieder an. Ja, soweit erstmal grundlegend dazu. Und ja, jetzt hole ich mal mein WIG-Schweißgerät und Testblech, wo wir ein bisschen drauf rumspotten können und dann schauen wir uns das auch noch mal an, wie das Ganze in der Praxis bis jetzt aussieht.